Vers 23. Als Brahma aus dem Lotus hervorkam, wandte er seinen Geist unter dem Impuls früherer Eindrücke, von der göttlichen Energie gelenkt, dem Akt der Schöpfung zu. Aber wohin er auch blickte, er sah nichts als Dunkelheit. Erläuterung: Brahmas Schöpfungsimpuls stammt einzig und allein aus seinen früheren Eindrücken. Alle Jivas entwickeln ihre Wesensart im Einklang mit aus früheren Geburten stammenden Eindrücken und erst danach können sie tätig werden. Dies wird als das Ungesehene, das Ergebnis früherer Handlungen, bezeichnet. Dieser natürliche Antrieb der Jivas entsteht je nach der Art der Handlungen, die sie im vorangegangenen Kalpa ausgeführt haben. Einige qualifizierte Jivas erreichen auf diese Weise sogar die Stellung Brahmas.